Am 7. März fand bereits zum 5. Mal der Empfang zum Internationalen Frauentag im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin statt. Zum Empfang waren rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Gleichstellung und Ehrenamt eingeladen. Ich mache jedes Jahr zum Frauentag einen Empfang, wo viele Frauen aus unserem Land eingeladen sind, die sich engagieren in der Wirtschaft, im sozialen Bereich, in der Wissenschaft. Und es geht einfach darum, zum einen Danke zu sagen für die Arbeit dieser tollen Frauen in unserem Land. Wir zeichnen auch die Frau des Jahres aus und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es darum geht, dass wir gleiche Rechte für Frauen und Männer brauchen und wollen. Es geht um gleiche Rechte, nicht mehr, aber nicht weniger. In diesem Jahr war der Frauentag erstmalig ein gesetzlicher Feiertag. Laut Schwesig ist das ein wichtiges Signal für mehr Gleichstellung. Ihr zufolge bleibt der Frauentag mehr als 100 Jahre nach einer Einführung ein Kampftag für Gleichberechtigung. Dass der Frauentag jetzt Feiertag ist ab diesem Jahr, ist eine richtige und gute Entscheidung für viele Menschen, die arbeiten gehen, ob Arbeitnehmer oder Selbstständige, diesen Tag frei zu haben, weil wir haben weniger Feiertage als andere Bundesländer. Und er ist gleichzeitig ein wichtiges Symbol. Der Frauentag ist Kampf und Feiertag. Und ich sag mal so, die Männer haben ihren Feiertag und wir Frauen jetzt auch. Im Rahmen des Festakts wurde erneut die Frau des Jahres ausgezeichnet. Die Jury entschied sich für die Parchimerin Hanka Gatter. Die Lehrerin wurde vor allem für ihr Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe ausgezeichnet. 2015 gründete sie gemeinsam mit weiteren Mitgliedern den Verein Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz Parchim und ist seitdem die Vorsitzende. Vor der Kreistagssitzung in Ludwigslust-Parchim am 2. März organisierte sie noch gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat MV eine Demonstration mit der Botschaft: Menschen auf der Flucht haben ein Recht auf ein sicheres Zuhause. Die Hauptbotschaft ist, Menschen, die auf der Flucht sind, haben ein Recht auf ein sicheres Zuhause. Menschen haben ein Recht auf Asyl. Und das haben wir heute versucht, hier nochmal deutlich zu machen. Die Laudatio für Hanka Gatter hielt die Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt. Für die Auszeichnung Frau des Jahres sind insgesamt 23 Vorschläge aus allen Regionen des Landes eingegangen. Hanka Gatter leistet laut Bernhardt sowohl in ihrem beruflichen als auch im gesellschaftlichen Bereich einen großen Beitrag für ein gesundes, tolerantes und weltoffenes Miteinander.